Ich habe im Schrank aufräumen, hinten beim Umräumen habe ich Seife gefunden, die im Schrank lag. Wisst ihr, dass die Wäsche gut riecht und sowas? Mal, dass sie Motten vertreibt oder beides, keine Ahnung. Bei der letzten Dummdödel-Challenge habe ich verkackt und ich muss jetzt ein Stück Seife essen. Ich hoffe, dass ich die gut beißen kann, weil die ist echt sauhart. Es ist schwieriger als gedacht. Oh, das ist echt widerlich. Ich hab nur ein winziges Stück abgebissen, mir kommen echt schon die Tränen. Oh, oh Gott, weil es so ungewohnt ist. Oh Gott. Oh Gott, es ist widerlich, ich muss mir direkt die Zähne putzen. Ich hab nur so eine kleine Ecke abgebissen und es ist widerlich, weil ich kann dir nicht essen. Hör auf, mich dir was zu zwingen. Leute, macht es nett. Ich dachte, ja gut, ein Stück Seife beißen, lächerlich. Ich meine, vielleicht habe ich auch die falsche Seifengeschmacksrichtung gewählt. Aber, also ich hätte gerade fast gebrochen, ohne Witz. Aber, frische Atem wie noch nie, verstehe ich? Ohne Witz macht das nett, eklig. Naja, egal. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Komm, schwing! So, ihr Pibbis. Kann ich wirklich nicht weiterempfehlen, diese Scheiße zu essen. Naja, als nächste Strafe, was würdet ihr da vorschlagen? Ich dachte mir, dass ich vielleicht ein Matchmaking-Spiel machen muss, wenn ich verliere. Und in diesem Matchmaking-Spiel die Maus links in der linken Hand haben muss. Also praktisch verkehrt herum. Und ich dann praktisch möglicherweise dem Flame ausgesetzt bin, der anderen Spieler. Weil ich dann spiele wie ein Hurensohn. Wie findet ihr die Strafe? Was würdet ihr noch für Strafen vorschlagen? Im Moment sieht es ziemlich gut aus. Ich kann das locker, glaube ich, reißen hier. Ich habe letztens auch wieder mit einem Kollegen gespielt. Der macht zusammen Recorded. Dr. Argon. Er ist hier unten in der Beschreibung verlinkt. Wow, Junge! Ja, da habe ich doch einige Runden auch geholt. Wobei ich auch wieder viele Runden verloren hatte. Und er recht enttäuscht war von mir, weil er dachte, ich gewinne immer alles. Aber das ist halt nicht einfach im Leben, weißt du, alles zu gewinnen. Wunderschön aussehen, eine geile Freundin haben, verstehst? Und dann halt noch jedes Spiel gewinnen. Schwierig, ja? Da reicht ja auch jedes zweite, ne? Schrotflinte hasse ich wie die Pest. Es ist immer das gleiche mit diesen verschissenen Schrotflinten. Boah, ich merke, ich habe da hinten noch ein Stück Seife hängen. Ich weiß es genau. Ah! Ja. Ja. Ah, noch ein Kill. Fuck. Ah. Shit, shit, shit. Ja. Wow. Ja, ich habe ihn noch geholt. Krass, Mann, ich Lügner. Juhu. Wow. Nein, habe ich noch? Ja, ich habe ihn noch. Geil. Okay, ich bin mit dem Knilch da oben gleich auf. Der ist anscheinend tight. Ah, ja, Revolver. Nein, ich hasse Revolver. Fuck. Fuck. Komm, ich muss einen Punkt Vorsprung haben. Ja. Nein. Ja! Nein! Scheiße, Mann! Was für ein Knife-Kampf! Komm! Komm schon, ich krieg dich! Ja! Du Pisser, Junge! Ich würde sagen, erstmal keine Strafe für mich, Junge! Dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch was zu überlegen, gell? Also, oh! Vielen Dank! Auf jeden Fall Daumen nach oben geben, sonst knife ich euch heute Nacht! Und nicht mit einem Messer! Naja, erlaubt gute Nacht, gell? Woo!